for Buffett versus Mayweather. And they come out of their respective quarters. Buffett bobbing and weaving. Mayweather looking to collect all the data he can. Of course, with a victory tonight, Buffett's stock would skyrocket. He winds up! Darn. Hey, Nebby, did you pay the cable bill this month? Hier für ein Frühstück. Denn auch in Amerika kann man gesund frühstücken. Willkommen am Samstag, den 5. Mai. Es ist, wie man hier sehen kann, 2.47 Uhr. Der erste Vlog ist gerade online gegangen aus den USA und unser Uber ist schon unterwegs. Leute, schaut euch an, wie geil das ist. Um 2.47 Uhr morgens kommt jemand und holt uns jetzt hier ab für gerade mal 7 Dollar und wir werden dann zum CenturyLink Center übersiedeln, nachdem Jonathan nochmal schön in die Nase schnaubt, um das Motto für heute zu besiegeln, nämlich keine Termine und auch keinen Sitzen, denn wir müssen uns konzentrieren heute. So Leute, seid ihr bereit? Ja. Ey, seid ihr sogar pünktlich, krass, sogar vor uns seid ihr sogar da gewesen. Na, alles klar? Oh. Ja, ist eigentlich egal. Ja. Aber es haben sie schon ein bisschen mehr noch als letztes Jahr da, oder? Bewähren sich halt gut. Hey, na, alles klar? Schlauer, der Eingang? Oder? Das ist so Pi mal Daumen eigentlich egal, ja. Nicht zwei. Sag mal, was hast denn du hier mitgebracht? Breakfast to go mitgebracht. Wo gibt's das? Im Hotel, man muss nur fragen. Happy Kid. Nicht okay. Schlecht. Jetzt gucken wir erstmal, was da alles drin ist. Beef Jerky. Wir haben okay. Ausgewogenes Frühstück. Wir haben Kit Kat White. Beef Jerky und Red Bull. Wir haben Bananen. Will jemand eine Banane von euch? Genau. Jonathan braucht die große Flasche. Der hat nämlich nur 2 Stunden geschlafen. Und die Sonnenbrille. Deswegen macht er hier Casey Neistat heute. Wo war der denn? Sehr gut. Das nenne ich mal hier einen wahren, echter Raubtier. Hier, schau mal bei mir. Ich kann leider gar nicht. So, jetzt wird es langsam voll, ne? Jetzt merkt man langsam, dass es sich gelohnt hat, früh anzustehen. Wenn man hinten guckt, wie lange die Schlangen noch werden. Oh, Leute, wenn wir ihn da gefunden haben, kennt ihr den noch? Mr. Jens Rahm. Der ist früher aufgestanden, ich habe länger geschlafen. Tja, so ist das eben. Aber du wirst trotzdem noch einen Platz kriegen. Definitiv. Ja. Letztes Jahr haben die ja sogar da vorher aufgemacht, ne? Ja. Gleich geht's los. Wir haben 10 vor 7. Gleich gibt's einen großen Andrang. Ich habe natürlich wieder die Kamera an, so wie letztes Jahr, um unsere sämtlichen Handystürze und alle möglichen anderen Verletzungen mit aufzuzeichnen. Vielleicht kriegen wir nämlich für die Fail Army ein gutes Video dann zusammen. Jetzt gibt's Blitzkrieg! Alter, ich hab alles auf Kamera. Jonathan! Ja. Ich hoffe, keiner tritt mir auf die Füße. Ich habe schon einige Tritte abbekommen. Ich hätte mal vielleicht keine Flipflops anziehen sollen. Natürlich ist es nicht so. Ich bin drin. Jetzt hat der Tritt, geht es gleich ab. Oh. Das war jetzt hier. Oh. Wir sind drin, Leute. Gerade so geschafft. Warum geht denn das da bei denen viel schneller? Das ist das Problem. Irgendwie ist das wieder gar nicht. Komm hier, gib dem mal einen Kaffee. Den nur weil einer einen Darmstau hat. Snacks. Ja, Snacks. Anything else? Jonathan! Jonathan! Warte! Jonathan, was ist mit den menschlichen Werten hier? Ja, hoch, hoch! Wow, slow down! Go, go!
go, go, schneller, schneller, schneller! Sieh mal Black Friday! Hier rein, hier rein! Jonathan, hol schnell die Süßigkeiten! Wir holen die Plätze, komm! Jonathan, wir sind hier drin, ja? Gleich hier, gleich hier! Gleich hier! Was du alles hast, gefährlich, ja. Zeig mal kurz, was du alles hast. Ja? Ja, warte Sekunde. Boah, was hast denn du hier alles? Von Muffins, Müsli-Riegel, Coca-Cola-Dosen. Leute, Jonathan hat hier eine Tüte geholt, die 5 Kilo wiegt. Das nenne ich mal eine gute Dividendenrendite. Das ist die beste Dividendenrendite aller Aktien. Das ist die beste Naturaldividende, die wir bisher hier gekommen haben. Und jetzt geht's direkt los mit einem leckeren Blaubeermuffin. Oh, ja, ja, klar, her damit. My dentist drink this tomato. Most things better than I do, but I never look at another stock quote, never listen to another person give advice or anything of the sort. I want you to think how much money you might have now. And now that you've got a number in your head, let's go to the next slide and we'll get the answer. You'd have $51 million. Then you wouldn't have had to do anything. You wouldn't have to understand accounting. You wouldn't have to look at your quotations every day like I did that first day. I'd already lost $3.75 by the time I came home from school. All you had to do was figure that America was going to do well over time, that we would overcome the current difficulties, and that if America did well, American business would do well. You didn't have to pick out winning stocks. You didn't have to pick out a winning time or anything of the sort. So, jetzt ist gerade Mittagspause und Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Berkshire hat einen Verlust vermeldet von knapp 1 Milliarde Dollar im ersten Quartal 2018. Das liegt aber nicht an einem schlechten operativen Geschäft. Dort ist es nämlich sehr gut gelaufen mit fast 6 Milliarden operativen Gewinn im ersten Quartal allein. Und der Grund, warum der Verlust trotzdem bei 1 Milliarde lag, also was im Endeffekt ja vom EBIT bis zum Ergebnis halt ja über 6 Milliarden Dollar entspricht, ist, dass es eine neue Buchhaltungsregel gibt, die anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe, das Unternehmen dazu zwingt, dass sie ihre Aktienbewertungen, also nicht die ganzen Unternehmen, die sie jetzt im privaten Portfolio haben, die nicht börslich notiert sind, sondern alle Unternehmen, die an der Börse notiert sind, an denen sie beteiligt sind, dass sie deren quartalsmäßigen Kursgewinne und Verluste in ihren Einkommensstrom halt übernehmen müssen. Also zum Beispiel, es gibt Kursverlust von 1 Milliarde bei American Express, dann muss Berkshire im Endeffekt jetzt diese 1 Milliarde an Kapitalverlust an der Börse als Einkommensverlust im Endeffekt darstellen. Und das hat Buffett ja auch schon in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre sehr scharf kritisiert,
und hier auch nochmal. Und dann wird das natürlich wahrscheinlich bei vielen Anlegern, die die Ergebnisse sehen, dann gleich am Montag dazu führen, dass sie sagen, oh mein Gott, soll ich die Aktie jetzt verkaufen? Aber macht natürlich in diesem Fall, wenn man jetzt diesen Punkt betrachtet, keinen Sinn. Ansonsten, ich kann noch was hinzufügen kurz, ja. Weil das bedeutet auch, wenn die Aktien mal 20% steigen in einem Quartal, dann machen die 35 Milliarden Gewinn, der aber gar nicht wiederkehrend ist. Das heißt, da werden jetzt viele sehr irritiert sein, weil es mal Verluste gibt und mal Gewinne. Genau. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, ob je nachdem, ob man halt ein Buchgewinn oder Buchverlust als echten Verlust bzw. Gewinn wertet. Da gehen die Meinungen ja durchaus auseinander. Ja? Aber es wird natürlich zu irregularen oder halt emotionalen Reaktionen natürlich führen bei Leuten, die sich jetzt nicht genau damit beschäftigen, warum das passiert ist. Ja? Aber gut, so ist das. Ansonsten hat mir das Niveau der Fragen bisher sehr gut gefallen. Sehr rationale, kritische, konstruktive Fragen, die sich auch mit Buffetts politischer Meinung und seiner Beeinflussung bei Berkshire Hathaway und so weiter tendieren und wo er also zum Beispiel auch ganz gut geantwortet hat, dass er seine privaten Vorlieben für Hillary Clinton politisch halt nicht in das Management von Berkshire Hathaway übernimmt oder zumindest es halt versucht und dass er dort halt eben ans Wohl der Aktionäre denkt. Denn die kritische Frage war eben, warum Berkshire noch an teilweise Rüstungskonzernen beteiligt ist oder sich nicht aktiv zum Beispiel einsetzt gegen die NRA und so weiter im Zuge von diesen ganzen Amokläufen und so weiter. Ja? Ansonsten, was gab es noch interessante Themen, Jonathan? Hatten wir noch interessante Themen? Oh, geil, ja. Dann gibt es jetzt hier für mich einen Hotdog. Also, was ist erstmal mit dem Zwischenfazit? Und das umfassende Fazit kommt dann nochmal später, wenn wir von der HV wieder dann weg sind. Well, generally non-productive assets remain in earnings. If you bought gold at the time of Christ and you figure the compound rate on it, you know, it may be a couple tenths of 1%. It essentially is not going to deliver anything other than supposed scarcity, you know, because only. Fakt ist, Berkshire Fakt sieht nicht 100% seines Geldes dort investieren. Es reicht sonst nicht für die kurzfristige passive Rente. Aber es ist eines der sichersten Unternehmen definitiv. Und weiterhin in guten Händen und wird auch nach Charlie Munger und Buffett so bleiben, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ansonsten, ja, war ein gutes Event, hat Spaß gemacht, wie immer. Und das war mein Fazit für heute. Und die anderen wollen nicht. Das war sein Fazit gerade. Herr Torben, erzähl mal jetzt kurz hier. Diese Immobilie. Sag mal, du hast doch nur reiche Eltern gehabt, oder? Also anders kann es ja gar nicht sein, dass du mit 23 schon zwei Immobilien hast. Das ist ja gar nicht möglich. Erzähl mal. Das Geheimnis ist eigentlich relativ einfach. Jetzt komm. Ich habe von meinen Eltern kein Geld geschenkt bekommen oder so. Ich habe viel gearbeitet, arbeite immer noch. Lege relativ viel Geld zur Seite und die Immobilien kauft man natürlich nicht Cash, sondern man finanziert die, weil ansonsten der ganze Kredit kaputt ist und nur deswegen kauft man Immobilien, nicht als Kapitalanlage, sondern mit Hebel als Investment. Aber die konntest du ja nur machen, weil du auch schon mit 23 irgendwo einen Beruf hast, wo du richtig arbeitest und Geld verdienst, sonst kriegst du es ja nicht. Ja, natürlich. Ja. Also ich bin voll berufstätig, voll Gehalt und das ist auch ein Kriterium bei der Bank. Ne? Also du kriegst auch anders gar nicht kein Darlehen. Ja. Und dann, man kann natürlich immer eine Wohnung sehr hoch finanzieren, da muss man gucken, wie das mit dem Risiko passt. Genau. Und ja, dann kann eigentlich jeder, also wirklich das Einzige, was ein wirklich ein hartes Limit ist bei vielen Banken, ist so eine 2 Netto
sollte man verdienen im Monat. Ja. Und die Schufa sollte nicht schlecht sein. Ne? Also ja. Schufa-Score kann egal sein, aber harte Einträge sind ein No-Go. Und ganz wichtig, keine Schulden. Also ich habe keine Schulden, bis auf jetzt natürlich die Immobilienkredite und auch vorher keine Schulden gehabt. Also ja, quasi produktive Schulden. Ne? Genau, das sind jetzt ja Investitionsschulden, wenn man das so sehen darf. Das sind keine Konsumschulden. Ja. Also das ist wichtig, einfach aufpassen, dass die persönliche Vermögensbilanz stimmt, das Einkommen stimmt, dass man ein Arbeitsverhältnis hat, was nicht befristet ist. Das ist sehr wichtig. Ja. Und danach ist es eigentlich kein Problem mit der Finanzierung. Also Leute, habt ihr gehört, das Ganze nennt man auch Fleiß. Dann kann man auch mit 23 sowas schon erreichen. Und ich finde das immer ein bisschen schade, gerade wenn man so junge Leute mal im Video hat, dass dann immer gleich so ein Kommentar kommen muss, ohne irgendwie zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Statt irgendwie mal nachzufragen, so, ey, wie hast du das gemacht? Oder krass und so, kann ich vielleicht davon was lernen? Ja? Und ich meine, hier sitzen überall coole junge Leute und die sind auch alle hierher gekommen. Manche von denen reisen irgendwie vorher noch nach Las Vegas, machen irgendwelche anderen Dinge. Andere sind schon nach Zypern ausgewandert und ist alles möglich. Ja? Und man muss halt nur eben von seinem Arsch hochkommen und auch was da tun. Aber nur da zu sitzen und Kommentare zu schreiben von Dingen, von denen man keine Ahnung hat, das bringt halt im Leben einfach mal nada, nichts. Und dann gehört man irgendwann zu den Leuten, die dann irgendwie mit 50 und 60 immer noch da sitzen und immer noch die Ausrede haben und dann erzählen, ja, der Torben, der muss erstmal Kinder kriegen, bis er irgendwas mir vom Leben erzählen kann. Vorher darf der überhaupt nicht mitreden. Ja, der ist doch noch viel zu jung, um irgendwas zu wissen. Und es ist dann irgendwann so einfach nur noch so ein purer Neid. Ja, also sorgt immer dafür, dass ihr nicht zu den Leuten gehört, sondern versucht lieber davon zu lernen und das produktiv umzusetzen. Und heute haben wir es ja wieder auch gehört auf der Hauptversammlung, ne? Bei Buffett, das hat er für $40 die Aktie gekauft und er hat 3 Stück gekauft. Also für $120 hat er seine ersten Aktien gekauft und nicht irgendwie reiche Eltern, hiha, hot und so weiter und so fort. Ja. Also da kann man natürlich jetzt, wenn man die Ausrede reiche Eltern abgehakt hat oder der hat ja kein Kind oder so, dann kann man noch 1 Million anderen Ausreden darunter setzen. Aber Ende des Tages sind es trotzdem nur Ausreden. Ja. Und ihr wisst doch alle, dass es so ist. Ja. Das hat Asitoli schon gesagt. Und deswegen war das Fazit für heute. Und ihr könnt jetzt das disliken oder nicht, aber ihr wisst, dass es so ist. Und ihr gebt mir auch recht, weil ich habe die Courage, das zu sagen. Oh, oh, geil, das ist er. Das ist der Mann fürs Leben. Guten Morgen. Jonathan guckt noch ein bisschen Asitoni, Teil 2. Schaut mal, wie es hier aussieht. Das ist ja wieder die typische Generation Y hier. Ich mache jetzt noch ein bisschen Sport, Leute. Und dann geht es auch schon in Richtung Flughafen. Denn dann geht es nach San Francisco. Oh yeah. Schaut mal, Leute, hier gibt es noch ein paar coole Bücher. The Woman of Berkshire Hathaway. The Most Important Thing Illuminated von Warren Buffett und so weiter. Ich habe mir allerdings auf der Hauptversammlung dieses Buch hier gegönnt. Dream Big, ja, von Jim Collins. Und zwar sind das die 3 Typen, die hinter 3G Capital stecken. Also die zusammen mit Buffett beispielsweise Firmenübernahmen tätigen. Und dann vor allem bei diesen großen, klobigen, verkrusteten Bürokratien so richtig schön Rationalisierungsprozesse durchführen. Da habe ich mir gedacht, von denen kann man bestimmt einiges lernen. Jetzt kommt noch mal erst ein Red Bull Zero, Sugar Free, und dann das endgültige Fazit. Also ich muss sagen, es war mit mehr Leuten zusammen natürlich noch mehr Spaß gemacht, ne, als zu zweit. Ja. Und die Fragen insgesamt waren wirklich von der Qualität her wesentlich besser als letztes Jahr, wo letztes Jahr die meisten immer nur gefragt haben, wie kann ich so investieren wie ihr, ja, haben dieses Jahr tatsächlich auch kritische Fragen gestellt, also jetzt nicht so diese Environmentalist-kritischen Fragen, sondern sowas wie zum Beispiel, ja, ihr habt ja vor 2012, also vor knapp 5-6 Jahren, 28 Nachrichtenzeitungen gekauft, die sich mehr schlecht als recht entwickelt haben.
Und dann sind Warren und Charlie so ein bisschen halt auf dem kalten Fuß erwischt worden, beziehungsweise mussten sie ganz ehrlich zugeben, dass das Investment nicht so gut gelaufen ist. Und dann hat auch Charlie Munger ehrlich zugegeben, dass sie wahrscheinlich zu emotional an dem Thema Zeitungen hängen, weil sie ja früher schon so gute Ergebnisse damit hatten. Und dass sie deswegen dankbar sind, dass sie mit Ted Wechsler und John und Todd Combs neue Manager haben, die auch eben ein bisschen moderner denken können als sie. Alles in allem war ich sehr froh, dass Charlie wieder sehr viel gesünder war als letztes Jahr. Ja. Also letztes Jahr ist er so mit Stock und fast mit Rollstuhl reingekommen. Dieses Jahr ist er selber gelaufen, aber der Warren, ja, der hat mich begeistert wie immer, aber auch zum Teil druckst er immer so ein bisschen viel rum und will es immer so allen recht machen, habe ich das Gefühl. Ja. Also man merkt, er ist jetzt irgendwie sehr alt schon und will jetzt sich nie mehr groß mit jemand anlegen. So immer, wenn Charlie irgendwie ausgeteilt hat, dann kam gleich Warren und hat gleich wieder alles relativiert und so weiter. Ja. Aber ansonsten insgesamt war das Event top. Willst du noch was sagen? Nee, ich kann mich da nur anschließen. Also ich fühle mich sehr wohl als Berkshire-Aktionär und werde definitiv weiter zukaufen. Die Aktie läuft ja in meinen Sparplan jeden Monat rein. Mhm. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die extrem Shareholder-Value-orientiert arbeiten. Ja. Also einfach die Maximierung des Unternehmenswertes als oberstes Ziel verfolgen. Und das ist etwas, was mich sehr glücklich macht und weshalb ich diese Aktie eben kaufe. Habe aber wie du auch das Gefühl, dass einfach die beiden jetzt mit ihren Anfang 90, Ende 80 schon an der einen oder anderen Stelle sich schwer tun, neue Geschäftsmodelle richtig einzuordnen und zu verstehen. Es ging ja auch wieder über Amazon, über Apple, über Google und wie du schon gesagt hast, die Zeitungen, die haben sie überschätzt, Apple und Amazon und so weiter, haben sie unterschätzt und jeder von uns Investoren macht regelmäßig solche Fehler, in Anführungsstrichen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es sehr, sehr gut ist, dass sie zwei neue Investmentmanager haben, die ja zusammen schon 25 Milliarden verwalten. Das ist ja auch schon eine ganze Menge Holz. Und für mich war doch so ein kleines Highlight, als eine Frage kam über Apple und wie da diese Aktienrückkäufe bewertet werden von Buffett und Munger. Und dann war die Frage in etwa so gestellt mit, dass die 100 Milliarden, die jetzt Apple zusätzlich zurückkaufen will, ja eine Menge Geld wären. Und was hat dann Buffett nochmal gesagt? I used to think so. Und das war also schon beeindruckend, da nochmal darüber zu reden. Und ich denke, also ich persönlich kann die Entscheidung mit Apple sehr gut nachvollziehen, weil er einfach über das Ökosystem argumentiert. Und ich bin ja ein extremer Apple-Nutzer. Ja. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, nach einem Apple iPhone wieder ein anderes Handy zu kaufen. Und deshalb glaube ich schon, dass die Kundenbindung sehr, sehr hoch ist. Okay. Also unterm Strich für mich auch nicht so viel Neues, weil sie einfach auch viel wiederholt hat. Ja. Aber unterm Strich auch alles gut, alles on track und das will ich ja eigentlich auch hören. Ja. Ich will ja eine beständige Entwicklung und nicht, dass da irgendwie jetzt alles umgebrochen wird von einem Jahr ins nächste. Genau, und jetzt nochmal, weil ich ja schon wieder gesehen habe, dass die ganzen deutschen Qualitätsmedien, unter anderem Handelsblatt, vorhin habe ich es gelesen, im Manager-Magazin, so die Schlagzeilen, ne? Berkshire schreibt Milliardenverlust und dann so richtig so von wegen, ja, Buffett schiebt das auf, bla 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 bla. Nein, Buffett schiebt gar nichts. Ja. Ich habe es ja gestern schon erklärt, wenn ihr ein Portfoliounternehmen habt, okay, und ihr habt jetzt American Express und Coca-Cola und so weiter im Portfolio und auf einmal fallen die mal ein bisschen im Kurs und ihr müsst jetzt diesen Verlust von den Kursen als euer Einkommen im Endeffekt als Verlust verbuchen, ja, dann ist es ja vollkommen normal, dass es so extrem schwankt. Das heißt, genau, für alle Aktionäre, wenn jetzt zum Beispiel am Montag die Aktie stark fallen sollte aufgrund der Quartalsergebnisse, wäre das halt ein Zeichen, dass die Dummen aus dem Markt gehen, ja, und natürlich eine gute Gelegenheit zum Nachkaufen. Gleichbedeutend würden wahrscheinlich genau dieselben Menschen, wenn jetzt bei American Express und Coca-Cola extrem steigen und Berkshire auf einmal 30 Milliarden mehr Gewinn pro Quartal ankündigt, weil es so eine gute Entwicklung gab, dann würden wahrscheinlich diese Leute auf einmal wieder sofort zurückkaufen. Aber ich will jetzt gar nicht rumspekulieren. Fakt ist eben, dass die operativen Ergebnisse um 50% gestiegen sind und das ist im Endeffekt das, was zählt, weil die sind ja noch vor Steuern, also sozusagen vor den Steuerrückerstattungen
beziehungsweise den Steuergeschenken, die noch durch Donald Trump kamen. Und gerade nochmal zu dem operativen Ergebnis, da kam auch eine echt spannende Frage, und zwar, ob das von Dauer ist, weil Buffett spricht immer von einem nachhaltigen Unternehmensgewinn, den er sozusagen unabhängig von dem Wirtschaftszyklus so erwirtschaften kann, also was die innere Ertragskraft der Unternehmen ist. Und da hat er gesagt, ja, er hält diese 5 Milliarden pro Quartal, hält er für den aktuellen, für die aktuelle Earnings Power. Und das war schon beeindruckend. Das bedeutet nämlich, dass Berkshire selbst mit diesem enormen Cashbestand und mit diesen ganzen Aktienbeteiligungen trotzdem 5 Milliarden Dollar pro Quartal oder 20 Milliarden Dollar pro Jahr verdient. Und das ist schon eine ganze Menge Geld, zumal jetzt ja auch noch die Steuerquote runtergegangen ist. Also ich genau, glaube, da ist echt noch viel, viel Wertpotenzial und, drin. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass Berkshire nicht stark verschuldet ist. Gar nicht. Das heißt, vom EBIT bleiben am Ende durch diese Steuer, also geringeren Steuern jetzt und durch die geringen Zinsaufwendungen natürlich eine Menge dann übrig noch am Ende. Also. Die operativen Bereiche hätten dagegen gut abgeschnitten, betonte Buffett. Der operative Gewinn stieg im ersten Quartal um 49% auf 5,3 Milliarden Dollar. Berkshire habe dabei auch von der Steuerreform profitiert, bei der die Körperschaftssteuer von 35 auf 21% gesenkt wurde. Doch auch der Vorsteuergewinn war ordentlich, versicherte der Starinvestor. Ja Leute, da seht ihr mal wieder, was für ein Bullshit selbst in einem Blatt wie dem Handelsblatt geschrieben wird. Denn der operative Gewinn ist natürlich immer das Ergebnis vor Steuern und vor Zinsen. Ja? Und das hat also überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man hier von einer Steuerreform profitiert, wenn der Gewinn vor Steuern gesteigert wird. Ja? Und das ist natürlich schon ganz schön bitter, meiner Meinung nach, weil das ist einfach so ein fundamentales Basiswissen, was man meiner Meinung nach haben sollte, wenn man über so eine Aktie schreibt. Vor allen Dingen in einem Blatt wie dem Handelsblatt. Pills, thrills, chasing whatever kills. For so long, I forgot how it feels. In the dark of night, tabletops counting eyes in the early hours. Stone cold inside, banging drops, dancers, never needing answers.